So, jetzt geht es weiter mit einem der Hauptanwendungsgebiete für bayesianische Nash-Gleichgewichte, nämlich Auktionen. Auktionen gibt es ja wirklich überall und die spielen mittlerweile eine enorm große Rolle in der Wirtschaft, im Privatleben, überall. Firmen benutzen Auktionen. Sie haben vielleicht auch schon bei eBay was ersteigert. Es sind sehr, sehr häufige und wichtige Marktformen. Was gibt es so für Typen an Auktionen? Da gibt es einmal eine Unterscheidung zwischen offen und geschlossen. Open Auctions oder Sealed Bid Auctions nennt man sie auf Englisch. Da ist für die offenen Auktionen, da gibt es, das sind all die Formen, wo man sehen kann, wie Gebote abgegeben werden. Also am bekanntesten ist wahrscheinlich die sogenannte englische Auktion, zum Beispiel bei den Auktionshäusern wie Sotheby's. Wenn Sie da einen alten Meister ersteigern wollen, dann sehen Sie, wer gerade seine Hand hebt und sagt, hier, ich biete noch 1 Million mehr und so weiter für dieses Bild. Dann sehen Sie das auch bei eBay zu gewissem Maße. Sie sehen auch da den Auktion, den Gebotsverlauf. Man sieht, wenn neue Auktion, Gebote reinkommen. Dann gibt es eine sehr interessante Auktionsform, die sogenannte holländische Auktionsform. Die wird gerne benutzt, um Blumen zu verkaufen. Das ist wirklich die am häufigst benutzte Auktionsform für die Tulpen in Holland. Da werden, das funktioniert so, da fängt man mit einem sehr, sehr hohen Preis an, zu dem wahrscheinlich niemand kaufen möchte. Und dann fällt der Preis, da ist so eine Uhr, wo der Preis so langsam runterfällt, immer weiter runter, immer weiter runter. Und irgendeiner sagt der erste Stopp. Und zu diesem Preis bekommt er dann, was da verkauft wurde. Also das sind also alles Auktionsformen, die typischerweise sequenziell ablaufen. Dann gibt es geschlossene oder Sealed Bid Auktionen. Das sind also die, wo man, wo jeder Bieter ein Gebot abgibt, es dann in einen Umschlag steckt und dann werden die alle gleichzeitig geöffnet. Also das ist eine simultane, ein Simultanspiel. Die werden alle gleichzeitig geöffnet und der Gewinner ist dann der mit dem höchsten Gebot typischerweise. Das sind so die beiden Hauptformen von Auktionen und insbesondere die geschlossenen, die Sealed-Bid-Auktionen sind natürlich sehr passend für ein bayesianisches Nash-Gleichgewicht, weil es geht hier um Simultanspiele. Dann gibt es noch andere Unterscheidungen, zum Beispiel die Unterscheidung einer Erstpreis- und einer Zweitpreis, First-Price-Second-Price-Auktion. Die Erstpreisauktion ist relativ offensichtlich. Ist es einfach so, der mit dem höchsten Gebot ist der Gewinner und der zahlt genau sein Gebot an den Verkäufer. Die Zweitpreisauktion, die klingt auf den ersten Blick etwas seltsam. Der Gewinner ist der mit dem höchsten Gebot, aber er zahlt nicht sein Gebot, sondern er zahlt nur das zweithöchste Gebot an den Verkäufer als Kaufpreis. Das klingt etwas seltsam, aber wenn Sie mal ein bisschen drüber nachdenken, ist das eigentlich auch, was passiert bei eBay oder bei der englischen Auktion. Denn man muss ja immer nur so hoch gehen wie der zweithöchste Bieter. Und den kann man dann nochmal so um einen Cent überbieten oder 1 Euro überbieten. Aber mehr muss man nicht bieten. Man muss nur bis dahin bieten, bis man den zweithöchsten Bieter übertroffen hat. Und man zahlt also dann damit quasi so viel, wie das zweithöchste Gebot war und nicht, wie viel man eigentlich bereit wäre zu zahlen. Das sind also die, so die Hauptauktionsformen. Es gibt noch diverse andere, es gibt noch Dutzende andere Versionen von Auktionen, aber das hier sind erstmal die wichtigsten. Sie haben in der Hausaufgabe auch schon eine Auktionsform kennengelernt, die Dollar Auction, die ist noch ein bisschen komischer. Da zahlt jeder Bieter sein Maximalgebot, egal ob er gewinnt am Ende oder nicht. Das ist noch mal ein bisschen anders. Das sind eher sogenannte All-Pay-Auctions. So, dann schauen wir uns jetzt mal diese Auktion an und gucken mal, wie wir die analysieren können. Schauen wir uns die einfachste Sealed Bid geschlossene Erstpreisauktion an, die man sich vorstellen kann. Es gibt nur zwei Bieter. Und jeder Bieter hat eine Wertschätzung VI. Das ist das, was er privat bereit ist zu bezahlen für das Gut, was versteigert wird.
Diese Wertschätzung ist privat, das ist wichtig. Das heißt also, die kennt weder der Verkäufer noch, wichtiger in diesem Fall, der andere Spieler, der andere Bieter, der kennt die nicht. Beide kennen also nur ihre eigene Wertschätzung. Allerdings ist bekannt, dass diese Wertschätzungen eine bestimmte Verteilung haben, eine a priori Verteilung. Und um es einfach zu machen, nehmen wir hier eine Gleichverteilung auf 0,1. Das heißt also, wenn Sie sich vorstellen, da sind jetzt hier die Werte und dann sind alle Werte zwischen 0 und 1 sind gleich wahrscheinlich. Das heißt, wir haben hier also eine Dichtefunktion, die sieht so aus, ganz flach, jeder Wert ist gleich wahrscheinlich. Außerdem nehmen wir noch an, dass die Werte V1 und V2, also für die beiden Bieter, voneinander unabhängig sind, stochastisch unabhängig. Das heißt, ich lerne nichts daraus, wenn ich mein eigenes Gebot, meine eigene Wertschätzung kenne, lerne ich nichts daraus, was über den anderen. Das ist eine Besonderheit, das muss nicht immer stimmen, aber in diesem Fall machen wir es mal aus Einfachheitsgründen. So, wie sieht jetzt die Auktionsregel aus? Das ist ganz einfach. Beide Bieter schreiben ihre Gebote BI auf einen Zettel, dann kommt das in den geschlossenen Umschlag und geht an den Verkäufer. Dann öffnet er die beiden Umschläge und der mit dem höchsten Gebot BI gewinnt das Objekt und er zahlt auch genau sein Gebot, also eine Erstpreisauktion. Der Verlierer zahlt nichts, gewinnt aber auch nichts. Was ist dann die Auszahlung für den Gewinner? Ganz einfach. Seine Wertschätzung minus das Gebot, was er bezahlt hat. Also B ist jetzt hier, könnte eigentlich auch BI schreiben, das ist der sein eigenes Gebot. Falls im unwahrscheinlichen Fall, dass beide genau dasselbe Gebot abgeben, kommt es zu einem Münzwurf, also 50-50 Chance, dass man der Gewinner ist in diesem Fall. So, jetzt wollen wir das Ganze mal als bayesianisches Spiel aufschreiben. Wir haben ja gelernt, was da alles rein muss. Wir brauchen also die Aktionen, die jeder Spieler zur Verfügung hat. Das sind in diesem Fall einfach die Gebote. Also eine Aktion AI könnte man jetzt hier schreiben als BI, weil das B für Bit steht, für Gebot. Und was ist der Strategie, was ist der Aktionsraum? Nun, ich muss also natürlich nur positive Gebote abgeben und im Prinzip kann ich ja ohne Grenze. Also wir stellen jetzt hier mal, dass es kein Maximalgebot gibt. Also im Prinzip eine unbeschränkte Strategie, Aktionsraum. In diesem Fall unproblematisch. Dann die Typen, die sind auch relativ klar. Die Typen sind die Wertschätzung. Also Theta I ist jetzt hier das VI, nämlich die Wertschätzung von Spieler I. Und der Typenraum besteht einfach aus dem Intervall 0,1, weil wir gesagt haben, es ist eine Gleichverteilung auf 0,1, sind alle Werte zwischen 0 und 1 möglich. Und jetzt kommen wir zu den a priori Beliefs. Die sind in diesem Fall nicht abhängig von den eigenen Wertschätzungen. Das heißt also, was ich glaube über den anderen, ist nicht abhängig von meiner eigenen Wertschätzung, sondern es ist schlicht und einfach die a priori Gleichverteilung auf 0,1. Die ändert sich nicht im Laufe des, sobald ich meine eigene Wertschätzung erfahre, kann ich das nicht aktualisieren. Es bleibt dabei Gleichverteilung auf 0,1. So. Jetzt fehlt noch die Auszahlung. Die Auszahlung für Spieler I ist dann schlicht und einfach, wenn er die Auktion gewinnt, das heißt, wenn sein Gebot größer ist als das Gebot des anderen, dann bekommt er die Wertschätzung minus, dann bekommt er das Objekt, das ist ihm VI wert und er zahlt BI. Wenn sie beide genau dasselbe Gebot abgeben, dann kriegt er das nur mit Wahrscheinlichkeit ein halb, also ein halb mal VI minus B. Und wenn er verliert, wenn er sein Gebot niedriger hat als das andere, dann kriegt er nichts. Null. So, und jetzt ist die Frage, wie sollte man in so einer Auktion bieten? Ja, das ist nicht so einfach. Gehen wir mal systematisch vor, was sollte man auf keinen Fall tun? Was sollte man auf keinen Fall tun? Man sollte auf keinen Fall mehr bieten, als was es an Wert ist. Ja, das ist auch eine gute Lehre für sowas wie eBay oder so. Man sollte nie mehr ausgeben, als was es an Wert ist, offensichtlicherweise, denn kann man ja nur verlieren. Wenn man also mehr als VI bietet und es kommt dazu, dass man dann tatsächlich der Gewinner wird, dann hat man ihr Geld verloren. Das wäre dumm.
Also wird das schwach dominiert von einfach zu sagen, ich biete genau meine Wertschätzung, denn dann werde ich ja im schlimmsten Fall, also wenn ich gewinne, habe ich einen Gewinn von 0 und wenn ich nicht gewinne, habe ich auch einen Gewinn von 0. Das heißt, mit BI gleich VI kriege ich immer eine Auszahlung von genau 0. Das ist aber besser, als wenn ich BI größer VI bietet, dann habe ich manchmal sogar eine negative Auszahlung. Das heißt also, das ist eine schwach dominiert von diesem hier. Also ich sollte nie mehr bieten, als was es mir wert ist. Das ist, glaube ich, offensichtlich. Ich sollte aber auch nicht unbedingt genau meine Wertschätzung bieten. Warum? Weil ich habe ja gerade schon erklärt, ich kriege immer mit, ich habe zwar die höchste Gewinnchance, wenn ich dieses hohe Gebot abgebe, aber meine Auszahlung ist prinzipiell immer null. Ja? Die ist deswegen immer null, weil wenn ich hier einsetze, wenn das hier gleich VI ist, dann habe ich natürlich eine Auszahlung von 0. Immer. Also nicht gut. Das sollte ich auch nicht machen. Ich kann tatsächlich, man kann sogar leicht zeigen, dass jedes Gebot, das irgendwo zwischen 0 und VI liegt, dieses Gebot hier von VI schwach dominiert. Warum ist das so? Naja, wenn ich weniger biete als meine Wertschätzung, dann werde ich zumindest manchmal einen positiven Gewinn haben, einen strikt positiven und manchmal nichts. Und da habe ich, weil ich mit diesem Gebot VI habe ich immer nichts gewonnen, also ist das hier schwach besser. Also ich weiß auch, dass ich jetzt nicht VI bieten sollte. Okay, also was haben wir jetzt ausgeschlossen? Ich mache es mal jetzt hier mal auf. Wir haben hier VI, das sind meine Wertschätzung. Wir wissen, alle Gebote hier drüber, die sind schwach dominiert. Dieses Gebot selbst hier ist auch schwach dominiert. Aber wie viel sollte ich jetzt hier bieten? Wie viel sollte ich weniger bieten als meine Wertschätzung? Das ist nach wie vor unklar. Und das versuchen wir jetzt als Gleichgewicht zu ermitteln. Wie viel sollte es sein? Okay, um das als Gleichgewicht auszurechnen, muss gelten, dass meine Gleichgewichtsstrategie, die man entweder so schreiben kann in der allgemeinen Notation oder in dieser speziellen für die Auktion als BI von VI. Das ist also eine Gebotsfunktion, die sagt mir, wie viel soll ich bieten, wenn meine Wertschätzung VI ist. Das ist also eine Funktion. Ich versuche jetzt eine Funktion zu ermitteln. Und diese Funktion muss folgendes Problem lösen. Sie soll meinen erwarteten Gewinn maximieren. Und den erwarteten Gewinn, den kann ich in zwei Teilen hier aufteilen, nämlich diesen Teil hier. Das ist der Teil, wo ich sehe, aha, das gibt eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass mein Gebot strikt höher ist als das Gebot des anderen. Das heißt, ich gewinne die Auktion und bekomme dann die Auszahlung VI minus BI. Dann gibt es noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass wir dasselbe Gebot abgeben. In diesem Fall bekomme ich ein halbmal VI minus BI. Und ich muss jetzt mein Gebot so einstellen, so ermitteln, dass diese Summe hier maximiert wird. Okay? Wir machen jetzt erstmal so ein paar Plausibilitätsannahmen. Erstens, die Situation ist vollkommen symmetrisch. Das heißt, wir würden auch erwarten, dass es ein symmetrisches Gleichgewicht gibt und dass wir das auch ermitteln wollen. Das heißt, es gibt vielleicht auch noch andere, aber wir wollen sicherlich ein symmetrisches Gleichgewicht, weil die Situation ganz symmetrisch ist. Das heißt, wir wollen, dass die Gebotsfunktion der beiden Spieler gleich ist und wir schreiben es einfach als B von V. Das heißt übrigens nicht, dass die Bieter dasselbe Gebot abgeben, sondern nur, dass sie dieselbe Gebotsfunktion benutzen. Sie würden nur dann genau dasselbe Gebot abgeben, wenn sie genau dieselbe Wertschätzung haben. Ja? Aber ansonsten haben sie dieselbe Funktion. Also um das jetzt nochmal klar zu machen, wie sieht so eine Gebotsfunktion aus? Ich habe hier mein V1, ich bin Bieter 1. Ich habe V1, irgendwas zwischen 0 und 1. Und hier habe ich meine Gebote, B1. Die können theoretisch unbegrenzt sein. Ich erwarte jetzt, dass ich irgend so eine Gebotsfunktion habe, die mir sagt, wie viel soll ich bieten, in Abhängigkeit von meiner Wertschätzung. Und das alles, was ich verlange, ist das, oder was ich nicht verlange, was ich plausibel finde, das symmetrisch ist, dass diese Gebotsfunktion dieselbe Form hat für beide Spieler. Was nicht heißt, dass sie dasselbe Gebot abgeben, weil wenn der Spieler 1 zum Beispiel dieses fordert, dann würde er so viel bieten und wenn der andere Spieler so ein höhere Wertschätzung, wird er mehr bieten.
Ja, aber sie nutzen dieselbe Gebotsfunktion. Außerdem ist es sehr plausibel, und das werden wir hinterher auch nochmal bestätigen, dass diese Gebotsfunktion monoton steigend sein soll. Was heißt das? Das bedeutet, dass wenn meine Wertschätzung ansteigt, dass dann auch mein Gebot ansteigt. Das ist sehr plausibel. Und dass außerdem, dass das Ganze stetig und differenzierbare Weise passiert, das ist nicht unbedingt selbstverständlich, aber können wir hinterher bestätigen, dass das funktioniert. Die Tatsache, dass es monoton steigend ist, Strickmann von steigend, hat einen schönen Nebeneffekt. Nämlich, das bedeutet, dass dass die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Gebote gleich sind, null ist. Und das heißt, dass dieser gesamte zweite Teil hier wegfällt. Warum ist das so? Na, wenn die monoton steigend sind, das heißt also, wenn die so aussehen, wie ich sie gerade gezeichnet habe, dass sie also steigend sind, das würde bedeuten, dass wenn jetzt einer das hier bietet, B1, der andere würde nur dann auch das hier bieten, wenn er genau dieselbe Wertschätzung hat, ja, weil das monoton steigend ist. Das heißt, das kann nur dann passieren, wenn die Wahrscheinlichkeit dass V1 gleich V2 ist. Okay. Nun, und jetzt haben wir aber eine Gleichverteilung. Und eine Gleichverteilung heißt, dass unsere Dichte so aussieht. Jeder Wert zwischen 0 und 1 ist gleich wahrscheinlich. Da wir da unendlich viele Werte haben, hat natürlich jeder einzelne Wert, zum Beispiel genau der Wert 1,5 oder sowas, hat eine Wahrscheinlichkeit von 0. Ja? Dass das also gleich ist, dass also zwei Leute genau aus unendlich vielen Werten genau denselben Wert rausziehen, aus dem Topf sozusagen, die Wahrscheinlichkeit ist 0. Und damit haben wir diesen zweiten Term hier eliminiert. Jetzt brauchen wir nur noch den ersten Term maximieren und das macht die Sache etwas leichter. So, wir sind aber immer noch nicht wirklich an der Lösung, denn das Problem ist, ja, wir müssen jetzt hier nicht einen Wert ermitteln, sondern das ist eine ganze Funktion. Das ist so ein bisschen trickreich. Hat so ein bisschen was von Lösung einer Differentialgleichung. Dann machen wir das mal so, indem wir eine Lösung erraten und dann hinterher bestätigen, dass die funktioniert. Und ich verrate einfach schon mal, wie die Lösung aussehen wird. Man wird immer die Hälfte seiner Wertschätzung bieten, wenn es nur zwei Bieter sind. Also BJ von VJ ist gleich 1/2 mal VJ. Das heißt also, man bietet die Hälfte seiner Wertschätzung. Wichtig ist, dass wir bei diesem Ansatz hier nicht andere Strategien vollkommen einfach ausschließen, sondern wir nehmen an, dass der Spieler J, also der zweite Spieler, sich so verhält und wir überprüfen, ob der erste Spieler eine beste Antwort hat, die genau diese Beat-Funktion wiederum als optimal ergibt. Und zwar unter allen möglichen Strategien. Wir schreiben da jetzt nicht vor, dass es unbedingt diese Strategie sein muss, sondern dass wir überprüfen, ob die beste Antwort auf 1/2 VI auch wiederum 1/2 VJ ist oder umgedreht. Also angenommen, der zweite Spieler bietet die Hälfte seiner Wertschätzung. Was bedeutet das aus Sicht von Spieler 1, der zweite Spieler nun mit einer Gleichverteilung auf 0, 1/2 bietet? Denn, ja, also vorher war die Gleichverteilung auf 0, 1, das ist für die Vs. Das heißt, das hier war die Dichtefunktion. Und jetzt wissen wir, der bietet aber immer nur die Hälfte seiner Wertschätzung. Das heißt, sein höchstes Gebot ist ab jetzt 1/2, nicht 1. Und damit hat er so eine Dichte. Ja. Das heißt, aus Sicht von Spieler 1 sieht es so aus, als würde er bieten mit einer Gleichverteilung auf 0,5. Und jetzt ist die Frage, wie er da am besten antwortet drauf. Ist es also tatsächlich eine beste Antwort, die Hälfte von VI von V1 zu bieten? Was könnte er tun? Angenommen, er bietet mehr als 1/2. Ja. Wir haben gerade gesehen, der Spieler hier, der Spieler 2, der bietet nie mehr als 1/2. Das heißt, wenn der Spieler 1 größer als 1/2 bietet, dann gewinnt er mit Sicherheit.
Aber das ist vielleicht zu viel. Vielleicht sollte er nicht so viel bieten. Er gewinnt dann zwar mit Sicherheit, aber dann ist sein Gewinn kleiner, wenn er gewinnt, weil er ja so viel zahlt. Wenn er mit einer BI kleiner als ein Halbbit, dann gewinnt er nur mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Und wie groß ist die Wahrscheinlichkeit? Das ist die Wahrscheinlichkeit, dass sein Gebot größer ist als das Gebot des anderen. Und wir wissen ja schon, was der andere bietet, nämlich ein halb V2. Ja, das heißt also, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein Gebot größer ist als ein halb V2? Da kann ich einfach hier mit 2 rüber multiplizieren, denn das ist dieselbe Wahrscheinlichkeit, wie dass 2 mal mein Gebot größer ist als V2. Und das hier ist nichts anderes als die sogenannte kumulative Verteilungsfunktion von V2 an der Stelle 2P1. Ja, das ist nämlich genau die Wahrscheinlichkeit, dass V2 kleiner ist als 2P1. Ja, und bei einer Gleichverteilung ist das schlicht und einfach 2b1. Woher weiß ich das? Naja, wie sieht denn die Gleichverteilung von, wie sieht denn die kumulative Verteilungsfunktion aus von einer Gleichverteilung? Da habe ich hier 0, 1 und die Gleichverteilung sieht einfach so aus. 1. Das ist meine kumulative Verteilungsfunktion bei einer Gleichverteilung. Kann man sich leicht vorstellen, oder? Denn was ist die Wahrscheinlichkeit zum Beispiel, dass der Wert kleiner ist als ein Halb? Na, das muss ja wohl ein Halb sein, ne? Wenn ich da nochmal diese Dichte anschaue, ne? Alle Werte sind gleich wahrscheinlich zwischen 0 und 1. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert kleiner ist als ein Halb, wird natürlich ein Halb sein. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert kleiner ist als ein Viertel, ist ein Viertel. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Wert kleiner ist als drei Viertel ist, ist drei Viertel und so weiter. Das heißt, die Verteilungsfunktion einer Gleichverteilung hat die Eigenschaft f von x ist gleich x. Oder in diesem Fall f von 2b1 ist gleich 2b1. So, damit weiß ich jetzt, mit welcher Wahrscheinlichkeit ich gewinne. Wie viel gewinne ich dann? Wenn ich gewinne, kriege ich zweimal. Also ich gewinne mit Wahrscheinlichkeit 2b1. Wenn ich gewinne, kriege ich v1 minus b1. Da müssen wir so eine Fallunterscheidung machen, denn wir wissen, wenn ich mehr biete als b1, dann kriege ich ja, gewinne ich ja auf jeden Fall, nämlich dann kriege ich, gewinne ich mit Wahrscheinlichkeit 1 und dann wiederum v1 minus b1. Das ist also jetzt so eine Funktion, die ist ein bisschen ja, stufenweise definiert. Wir werden jetzt erstmal annehmen, dass wir in diesem Bereich das Optimal finden, das Maximum finden und dann überprüfen, dass hier nichts passiert. Wie finden wir das jetzt? Jetzt müssen wir einfach hier, wir wollen ja das maximieren, dann müssen wir also ableiten nach b1. Das mache ich. Ich leite nach den oberen Teil hier, diesen Teil, nach b1 ab. Das ist leicht, da kriege ich einfach 2 mal v1 minus b1 minus 2b1 und dann setze ich das gleich 0 und löse es nach b1 auf. Und was kriege ich? Siehe da, ich kriege genau das, was ich für den anderen Spieler auch angenommen habe, nämlich dass er die Hälfte seiner Wertschätzung bietet. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt nur noch mal kurz zur Erläuterung, warum der obere Bereich der Auszahlungsfunktion nicht relevant ist. Hier ist mein Optimum. Und ich habe gerade gesehen, ab ein Halb wird die Funktion linear. Man sieht hier, diese Funktion ist jetzt hier in diesem Bereich linear in b1 fallend. Während da oben, der obere Teil, der ist eine quadratische Funktion, also eine Parabel. Und das heißt, dieser Teil der Parabel, der funktioniert, der ist relevant bis zu diesem Punkt. Und dann ist dieser Teil nicht mehr relevant, sondern ist die schwarze durchgezogene Linie. Das ist meine Gewinnfunktion. Und Sie sehen deutlich, das Maximum liegt natürlich unter 1/2. Es liegt nämlich bei 1/2 V1. Und das ist natürlich kleiner als 1/2. Weil V1 immer kleiner ist als 1 oder kleiner gleich. Das heißt also, mein Maximum liegt bei 1/2 V1. Das heißt, das hier ist tatsächlich das Maximum und das ist die beste Antwort von gegen 1/2 V2. Das heißt, wir haben jetzt gefunden, dass tatsächlich diese Kombination von Geboten ein bayesianisches Nash-Gleichgewicht ist. Das haben wir jetzt also ermittelt. Nochmal zurück. Was bietet jeder Spieler? Dieses hier ist tatsächlich
eine korrekte Lösung. Das ist ein Bisonisches Nash-Gleichgewicht. Jeder Bieter bietet die Hälfte seiner Wertschätzung. Und wenn sie das beide tun, dann haben wir ein Gleichgewicht. So. Jetzt wollen wir aber noch vergleichen, was man mit dieser Erstpreisauktion verdient als Verkäufer mit anderen Auktionen. Und dazu brauchen wir erstmal ein kleines Instrument, was sehr nützlich ist in der Auktionstheorie, das sogenannte Ordnungsstatistiken. Und ich mache jetzt nicht wirklich viel, ich gebe hier nur ein paar Fakten an zu Ordnungsstatistiken. Wir schauen uns wiederum die Gleichverteilung an auf 0,1. Und es ist ja offensichtlich, wenn ich eine Gleichverteilung habe auf 0,1, dass dann der Erwartungswert gleich ein halb ist. Ja? Das ist genau in der Mitte von dieser Verteilung, also ist das der Erwartungswert. Aber was ist jetzt Folgendes? Wenn ich jetzt nicht nur einmal, wenn ich jetzt zweimal ziehe aus diesem Topf sozusagen, zweimal so ein V rausziehe, was ist der Erwartungswert des größeren Wertes von den beiden? Okay, es ist recht plausibel, dass das zwei Drittel sein muss, aber um das zu beweisen, müsste ich ein bisschen zu weit ausholen mit partieller Integralen und so weiter. Das lassen wir mal hier. Zur Schreibweise: Das hier bedeutet zweimal ziehen und das hier bedeutet, das V1 da unten, das bedeutet, das ist der höchste Wert. Das heißt also, der Erwartungswert des höchsten Wert von zwei Werten ist zwei Drittel. Und der Erwartungswert des kleineren Wertes, da steht jetzt also zweiter Wert, also kleinster Wert, wenn ich zweimal gezogen habe, ist ein Drittel. Ja? Okay, wenn ich also zweimal ziehe, der Erwartungswert des größeren Wertes ist zwei Drittel bei der Gleichverteilung und bei dem der Erwartungswert des kleineren Wertes ist ein Drittel. Gut, das ist einfach mal ein Fakt. Und jetzt kommen wir zu einem höchst erstaunlichen Ergebnis, das William Vickrey schon 1961 hergeleitet hat, kam dafür auch später den Nobelpreis. Das ist so ein erstaunliches Ergebnis eigentlich auf den ersten Blick. Und das sagt Folgendes: Alle Auktionsformen ergeben denselben Verkaufserlös. Müssen natürlich noch ein bisschen präziser sein. Welche Annahmen stecken dahinter? Alle Bieter sind risikoneutral. Das ist eine relativ strenge Annahme, die ist natürlich oft nicht erfüllt. Die Wertschätzungen VIs, die ganzen VIs sind IID, das heißt identically and independently distributed. Das heißt, sie sind unabhängig voneinander und sie sind gleich. Alle haben sie dieselbe Verteilung. Es muss nicht eine Gleichverteilung sein, natürlich. Es muss nur so sein, dass jeder dieselbe Verteilung ist und sie könnten alle normal verteilt sein oder was auch immer. Aber sie müssen dieselbe Verteilung haben. Und sie müssen unabhängig voneinander sein. Außerdem gilt dieses nur für sogenannte Standardauktionen. Das sind Auktionen, bei denen der Bieter mit der höchsten Wertschätzung das Objekt auch erhält. Das ist nicht immer der Fall bei Auktionen, aber bei vielen ist das so. So, wie lautet jetzt Vickreys Ergebnis? Jedes symmetrische Gleichgewicht einer Standardauktion, bei der die erwartete Auszahlung des Bieters mit VI gleich 0, 0 ist, bringt dem Verkäufer dieselbe erwartete Auszahlung. Also wir haben jetzt hier genau das Ergebnis. Die Revenues, die Auszahlungen für den Verkäufer sind immer die gleichen, egal welche Auktion er benutzt, solange es eine Standardauktion ist und solange die erwartete Auszahlung eines Bieters mit VI gleich 0, 0 ist. Was soll das bedeuten? Na, das bedeutet, ein Bieter, der null Wertschätzung hat, der soll mit dieser Auktion auch kein Geld verdienen. Ja. Der wird natürlich typischerweise überhaupt nicht teilnehmen an dieser Auktion, weil er null Wertschätzung hat für das. Das war auch nicht sehr restriktiv. Okay, und trifft die meisten Auktionen, die wir so kennen. So, das wollen wir jetzt mal uns anschauen. Also dieses erstaunliche Ergebnis wollen wir uns mal anschauen für unser Beispiel hier. In unserem Beispiel haben wir gerade eine Erstpreisauktion gehabt und wir haben gesehen, im Gleichgewicht, ja, im Bayes-Nash-Gleichgewicht, bieten beide die Hälfte ihrer Wertschätzung. Nun, wer gewinnt jetzt die Auktion? Der das höchste
VI hat, also Standardauktion. Was ist das erwartete höchste VI? Das haben wir gerade schon quasi ermittelt, denn es sind zwei Bieter mit einer Gleichverteilung. Was ist der Erwartungswert des höheren Gebots? Hatte ich gerade gesagt, Ordnungsstatistik, das ist 2/3. Okay, das heißt, der Erwartungswert der Wertschätzung des höheren Bieters ist 2/3. Jetzt bietet er aber dummerweise nur die Hälfte davon. Das heißt, der Gewinner kriegt nur die Hälfte. Der Verkäufer kriegt nur die Hälfte davon. Und das heißt also, das Gebot, das gewinnende Gebot wird ein Halb sein von 2/3, also ein Halb mal 2/3, also 1/3. Also der Verkäufer wird im Erwartungswert mit dieser Auktion 1/3 verdienen. Und als Vergleich wollen wir jetzt eine ganz andere Auktion heranziehen, nämlich die englische Auktion. Deswegen unter anderem, einmal weil sie sehr wichtig ist, aber auch weil sie eine sehr einfache Lösung hat. Bei einer englischen Auktion ist es nämlich immer eine schwach dominante Strategie, genau bis zu seiner Wertschätzung drin zu bleiben. Das ist, glaube ich, relativ einleuchtend. Überlegen Sie sich mal Folgendes: Sie sitzen jetzt in der Auktion und Sie wissen, Sie möchten für ein bestimmtes Bild 800.000 Euro zahlen, das ist es Ihnen wert. Jetzt kommt der Preis ist momentan bei 700.000. Sollen Sie noch drin bleiben? Ja, natürlich, denn wenn Sie rausgehen, kriegen Sie das Bild nicht und für ein bisschen höheren Preis könnten Sie es haben vielleicht. Also bleiben Sie drin. Wenn der Preis bei 750.000 ist, bleiben Sie immer noch drin. Wenn Sie jetzt 800.000 erreicht, dann würden Sie vielleicht gerade noch Ja sagen, aber bei 800.001 würden Sie rausgehen. Warum? Weil, wenn Sie es jetzt kriegen zu dem Preis, dann würden Sie ja schon einen Verlust machen. Ja? Das heißt, es ist eine schwach dominante Strategie, genau diese Wertschätzung zu bieten. Wenn Sie weniger bieten würden, also machen wir mal hier, Sie sind, das ist Ihr VI, wenn Sie hier bieten würden und da rausgehen würden, dann gäbe es diesen Bereich, wo Sie theoretisch noch einen Gewinn machen könnten. Aber Sie gehen nicht mit, lassen es aus und dann würden Sie also da weniger verdienen, als was Sie mit einem höheren Gebot verdienen würden. Wenn Sie drüber sind mit Ihrem Gebot, dann gäbe es diesen Bereich, wo Sie tatsächlich einen Verlust machen, wenn Sie Gewinner sind und das ist auch nicht gut. Also es ist immer sinnvoll, drin zu bleiben, genau bis zur Wertschätzung VI. Das heißt also, Gleichgewichtsgebot für beide Bieter ist BE gleich VI zu sagen. Das heißt also, hier würden Sie jetzt denken, da müssen Sie ja mehr Geld verdienen, oder? Die bieten beide genau ihre Wertschätzung. Vorher hatten Sie nur die Hälfte der Wertschätzung geboten, oder? Okay. Nun, das Problem ist jetzt aber, die bieten jetzt zwar beide mehr, aber die Auktion sagt, dass man nur das zweithöchste Gebot bezahlen muss. Ja, bei so einer englischen Auktion bleiben Sie nur so lange drin, also Sie müssen nicht mehr bezahlen als das, was der andere bieten will. Also wenn der andere sagt, ich biete bis zu 0,6, dann müssen Sie nur 0,6 bieten oder vielleicht noch 0,6 und Epsilon und dann fliegt der andere raus und Sie kriegen es zu diesem Preis. Das heißt, Sie müssen immer nur so viel bieten, wie der zweithöchste Bieter bereit ist, selber zu bieten. In anderen Worten, das, was der Verkäufer am Ende bekommt, ist nicht die höchste Wertschätzung, sondern es ist der Erwartungswert der zweithöchsten Wertschätzung. Weil beide bieten genau ihre Wertschätzung und dann müssen wir ausrechnen, wie hoch jetzt die zweithöchste Wertschätzung sein wird im Erwartungswert. Und da brauchen wir wieder diese Ordnungsstatistik, die sagt, dass V von 2,2 ist 1/3. Das heißt, der Verkäufer bekommt hier 1/3 und er bekam auch hier 1/3. Das heißt also, mit beiden Auktionsformen, obwohl die sehr unterschiedlich sind, bekommt der Verkäufer exakt dasselbe. Und das bestätigt genau Vickrey's Revenue Equivalence Theorem. Das war's für heute.